Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und in diesem Video reden wir über die BDO Patch Notes vom 24.05.2023. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit Black Desert Prime Gaming Drops im Mai an. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr vom 23. Mai bis zum 28. Juni 2023 euch bei Twitch als Belohnung einen 80er Stack abholen. Also vergiss es nicht, das mitzunehmen, falls ihr noch einen 80er Stack benötigt. Da sind wir jetzt beim nächsten Event und zwar Wusa bereit für noch mehr Macht. Wenn ihr mit der Wusa Level 56 erreicht habt, kriegt ihr dann eine Quest von Alustin. Diese ist verfügbar vom 24. Mai 2023 bis zum 28. Juni. Und durch diese Quest kriegt ihr einen temporären Titel, der heißt Blume der Ewigkeit. Dieser Titel wird dann am 28. Juni 2023 gelöscht. Und durch diese Quest kriegt ihr dann Schrift der rechten Schule, des DAO. Da sind dann richtig viele Stats dabei, wie zum Beispiel Beuterate 10%, 100% Kampf-EP, Talent-EP 20% und noch viele andere. Dieses Item wird ebenfalls gelöscht am 28. Juni 2023. So, nächstes Event, was jeden freuen wird, und zwar nächste Season. Ja, ihr habt richtig gehört, die Season fängt jetzt nochmal an. Und dort kriegt ihr dann unter der Z-Belohnung ganz viele Level-Belohnungen hier. Unter anderem auch ganz viele Loot-Scrolls. Und auf diesen ganzen Season-Server ist auch 300% Kampf-EP Hot-Time und 100% Talent-EP Hot-Time. Und dann gibt es noch on top noch 30% Arbeit-EP dazu. Da sind wir jetzt auch beim nächsten Event angelangt. Und zwar Sommer-Season schreitet durch den Season-Zugang schneller fort. Und zwar handelt es sich diesmal um eine Abbrich-Season, die vom 24. Mai 2023 bis zum 26. Juli geht. Und während der Season kriegt ihr ganz viele Items, die was mit Pferden zu tun haben. Wenn ihr dann ein bisschen weiter runter scrollt, könnt ihr die ganzen Level-Belohnungen von der Season sehen. Und ganz unten seht ihr dann, was ihr mit diesen Siegeln alles umtauschen könnt. Bei dieser Season könnt ihr auch wieder diese Season-Quastenflosse angeln. Und hier habt ihr dann einen Überblick, auf welchen Hotspots ihr die angeln könnt. Hier ist einmal der Hotspot in Velia, dann in Heidel, dann in Altinova, dann in Valencia City, dann in Duvencroon und in Grana. Und hier unten könnt ihr dann sehen, gegen was ihr diese Season-Quastenflosser umtauschen könnt. Hier sind einmal die Sachen, die ihr nur einmal umtauschen könnt. Hier sieht man auch die Sachen, die man dreimal pro Familie umtauschen kann. Und diese Belohnung, die ihr hier seht, könnt ihr weekly umtauschen. Was ihr dann ohne Einschränkungen umtauschen könnt, ist dann ein Season-Quastenflosser gegen 5 zeitgefüllte Schwarzsteine. Wenn das so wie bei der letzten Season ist, könnt ihr dann auch 300 zeitgefüllte Schwarzsteine gegen eine Loot-Squall umtauschen, falls ihr einen Mangel an Loot-Squalls habt. Da sind wir jetzt auch beim Pearl Shop Update angelangt, und zwar die Edition des Landes Morgenlichts. Und zwar haben die jetzt ein Paket reingebracht, wo ganz viele Buffs drin sind und gewisse andere Items. Dieses Paket kostet insgesamt 50 Euro bzw. 5000 A-Coins. Und dort enthalten ist ein Paket Segen des Altmonds. Da ist einmal 30 Tage Altmo-Buff drin, 30 Tage Karma-Save und 30 Tage Vorteilspaket, wie es hier unten steht. In diesem Paket ist dann noch eine Outfit-Kiste, und zwar ist es der Skin Tabak. In diesem Paket kriegt ihr dann noch ein Rare-Pet geschenkt. Und hier sieht man ein gutes Bild, dass er nachts anders aussieht als am Tag. Als nächstes kriegt ihr dann eine Auswahlkiste der Erkundungsunterstützung. In der Kiste könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr zwei Mates nimmt, eine Reitierflöte dauerhaft, inklusive mit der Seele eines hämischen Pferdes, oder Kiste der zeitgebremsten Buffs. Dort drinnen ist dann ein geheimes Buch des Altmonds und Segen des Karmasilfs. Und als Boni kriegt ihr einmal ein Duka-Ebi-Emoji, was dauerhaft ist. Dann noch ein Titel, Morgenlicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gelber oder ein blauer Titel ist. Dann kriegt ihr noch 5-mal Event traditioneller Alkohol aus dem Land des Morgenlichts. Der traditionelle Alkohol aus dem Land des Morgenlichts bringt euch 30% Beuterate und hält insgesamt 60 Minuten. Danach kriegt ihr noch 200 Kronsteine als Boni dazu. Da sind wir jetzt auch bei der nächsten Seite, und zwar seht ihr hier nochmal die Edition, die ich euch eben gezeigt habe. Hier könnt ihr euch dann nochmal für 3000 Perlen den Schwarzgeist-Pass kaufen. Dann ist hier momentan ein Angebot mit Erweiterungskupon im Bereich Familieninventar. Dann könnt ihr noch eure Traglast erweitern mit einmal 2000 Pearls mit 200 LT und einmal mit 2400 Pearls, das sind dann 250 LT. Hier gibt es dann nochmal 350 LT. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber es kann sein, dass es das Eventbedingte ist. Beziehungsweise dieses Traglast-Bündel, was ihr nur an Events kaufen könnt. Dann haben die hier ein neues Traglast-Paket hinzugefügt, und zwar bringt euch das dann 400 LT. Ich bin mir da jetzt auch nicht zu 100% sicher, aber es kann sein, dass ihr jetzt auf euren Main nochmal 400 LT on top draufstacken könnt, wenn ihr euch dieses Gewicht kauft. So, jetzt passend zur Season gibt es jetzt rabattiert für 50% einen Erweiterungskupon Charakterplatz und jede Menge Inventarerweiterungen, wovon ich eher abraten würde, weil wir diese durch Login-Belohnungen sehr oft bekommen. Hier gibt es dann jede Menge Traglast-Angebote, also wenn ihr euch jetzt Traglast kaufen möchtet, dann würde ich diese Bündel hier kaufen. Weil diese sind jetzt einmal mit 30% rabattiert und einmal mit 20% rabattiert. Und wenn ihr euch diese Bündel holt, zahlt ihr insgesamt in diesem Bündel weniger, als wenn ihr euch die einzeln kaufen würdet. Dieses Angebot ist sehr interessant, und zwar könnt ihr auch insgesamt 5 Pets hier auswählen.
Dieses Angebot kostet 3300 Pearls und ist 40% rabattiert. Und dort könnt ihr insgesamt 5 Rare Pets auswählen. Wenn ihr ein neuer Spieler seid, würde ich euch dieses Zeltangebot empfehlen. Und zwar ist es diesmal 15% rabattiert. Und wenn ihr euch dieses Zelt kauft, benutzt am besten noch einen Rabattcoupon, falls ihr das noch rumliegen habt. Für die Leute, die sehr viel enhancen, könnte das interessant sein. Und zwar ist es 20% rabattiert nach das Pagament für 880 Pearls statt 1100 Pearls. Und ihr könnt euch hier jetzt auch mit sehr wenig Silber viele Belohnungen abholen. Und zwar ist das Daily, hier ist einmal vom 24., dann vom 25., dann vom 26., dann vom 27., dann vom 28., dann vom 29. Und dann vom 30. So, da sind wir jetzt auch bei den Patch-Notizen vom 24. Mai 2023 angelangt. Durch die Season könnt ihr ein Abrechnungszertifikat der Händlergilde Krähenfuß bekommen. Insgesamt können 7 erhalten werden und diese anhand einer Daily-Quest. Diese Quest könnt ihr jeden Tag einmal bei Fuga annehmen. Diese Quest, die ihr dort annehmen könnt, heißt Geschenk der Händlergilde Krähenfuß. Und bei dem Abgeben dieses Abrechnungszertifikat kriegt ihr einmal eine Season Krähenfußkiste, eine Loot Scroll und einmal Rad von Valks 20. Und dann wurde noch season-spezifisch noch eine Weekly hinzugefügt, wo ihr ein Wildpferd fangen müsst. Und dort kriegt ihr einmal Elixier-Implikator dreimal von Fuga. Und dann noch einmal Kiste der Prachtfeldausbildung. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr 10 rumpelnde Erdsplitter nimmt oder 10 wiegende Windsplitter. Durch die Season könnt ihr ein Rang 8 Pferd bekommen, was einmal Schnellspurt hat, S-Schnellspurt und S-Seitschritt. Jedoch könnt ihr dieses Pferd nicht im Markt registrieren. Aber wenn ihr das dann irgendwann auf T9 drückt, könnt ihr das dann in den Markt reintun. Hier ist dann nochmal eine grobe Übersicht, was ihr gegen diese Sommersiegel umtauschen könnt. Und dasselbe zählt dann auch für die Season Quastenflosser. Dann wurden noch einige Klassen gebufft, wie zum Beispiel die Awakening von Alan, die wurde vom Damage her gebufft. Succession Lan Buff Wen. Dann wurde noch der Hashishin extremst vom Damage her gebufft in der Succession. Und in der Stadt Etheria Port wurde jetzt auch eine Möbelwerkstatt hinzugefügt. Dann wurde noch eine sehr, sehr coole Funktion hinzugefügt. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit euren Mates ein Item von einem Char zu einem anderen Char rüberzubringen, beziehungsweise bei dem Char, wo ihr gerade eingeloggt seid. Und hier könnt ihr einmal sehen, wie das genau funktioniert. Noch eine richtig geile Änderung. Und zwar wurde das Füttern von Arbeitern automatisiert, beziehungsweise das wird jetzt automatisch gemacht, wenn ihr das Essen für die Arbeiter im Familieninventar habt. Was auch noch sehr cool ist, und zwar wurden die Bossrollen gebufft. Und zwar kriegt ihr jetzt safe 5 Kristalle, die ihr für euer Safe Pen benötigt. Und bei den Erweckten könnt ihr bis zu 15 bekommen. Die Verbesserungssteine, die ihr für euer Safe Pen benötigt, wurde jetzt auch wie folgt geändert, und zwar braucht ihr jetzt nicht mehr Rohopal, sondern einmal grüner Kristall. Der polierte Opal wurde dann durch den blauen Kristall ersetzt, der glänzende Opal wurde dann durch den roten Kristall ersetzt und der Mondstein-Opal wurde dann durch den schwarzen Kristall ersetzt. Jetzt sind wir auch bei den Monstern angelangt, und zwar wurde Saunierlager genervt. Die Crystallized Despairs bzw. die kristallisierte Verzweiflung wurde um 50% verringert. Dafür wurde das um das 5-fache bei den flinken Saunil-Kommandanten erhöht. Die Beuterate von Überbleibsel der brennenden Sonne, das beim Besiegen des Saunil-Lagerungsturms erhalten werden kann, wurde im Vergleich zuvor um das 10-fache erhöht. Und bei den scharfen Belagerungshauptmann, der Saunil, habt ihr jetzt eine 8-fache höhere Chance, eine kristallisierte Verzweiflung zu droppen. Außerdem habt ihr dann noch dazu eine 10-fache Chance, diese Überbleibsel der brennenden Sonne von dem zu kriegen. Und von diesem Mob kriegt ihr dann auch dazu mehr Schwarzstein-Rüstung und mehr Schwarzstein-Waffe gedroppt. Dann, um es noch kurz zu fassen, wurde jetzt eine Vorab-Quest für das neue Gebiet hinzugefügt, die ihr unter Hauptquest machen könnt. Wenn ihr diese Quest gemacht habt, könnt ihr euch dann mit Magnus zum neuen Gebiet porten, sobald es rauskommt. Ja, das waren die BDO-Patch-Notes vom 24.05.2023. Falls das Video euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein nettes Feedback und einer positiven Bewertung freuen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und tschüss.